Hallo allerseits, wir spielen heute Lost Ark. Wir können nichts anderes spielen, wenn wir uns ausloggen. Es ist Game Over. Und später gehe ich bullern, das heißt dann ist eh Game Over. Das muss ich noch schnell erinnern, was unsere Fähigkeiten waren. Ich habe mich gerade mit Janine zusammen hier den Gunblade-Charakter gespielt. Gunblade ist lustig zu spielen, wie vermutlich alle Klassen im Spiel. Ich glaube aber tatsächlich, dass mir persönlich Deathblade besser gefällt, weil ich warum auch immer diese Art von Spielen irgendwie, ich weiß nicht, ich mag irgendwie, wie dieser Charakter angreift, lieber als wie der andere Charakter angreift. Also vom Feeling her. Die andere ist cool, du hast diese drei Sachen, die du wechselst und so, ist auch gut gemacht und alles. Aber irgendwie holt mich dieser Charakter mehr ab. Tod ist tot. Are you okay? Robbers are after the tablet piece? What do they want it for? Oh nein. Roberto? Und wir haben unser erstes Date gehabt. Nicht Date, unsere erste Freundschaft erschlossen im Spiel. Und ja, Wahnsinn. Werden wir dann auch gleich machen. Mit dem Charakter. Wobei, ich weiß nicht, bringt es irgendwas, das zu machen? Das ist eine gute Frage. Was bringt es zu machen? Genau, Geld habe ich bisher noch gar keins im Spiel gebraucht, deswegen habe ich keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, ich werde es irgendwann in großen, großen Mengen brauchen, aber noch ist es nicht so weit. Genau, unsere Special-Fähigkeit, irgendwie hebe ich mir die gerne auf für einen Special-Gegner. Aber zum Beispiel den hier, der ist Special. Ah, fuck. Okay, das ist blöd. Gibt's Charakter-Custom-Designs? Genau, das wäre ganz nice. Aber immerhin sind die Pads, die man hat, auf mehreren Charakteren verwendbar. Also ich kann dieses Pad auf dem Charakter und auf dem anderen Charakter in aller Ruhe verwenden. Der hat Knockback, oder? Ich weiß nicht, warum ich ehrlich gesagt kämpfe. Genau, ich muss nur die Taste ändern. Kann man die Character Specific machen? Das ist immer so ein Unding, wenn wir es MMOs nicht machen. Weil unter Umständen haben Charaktere ganz andere Skills auf der gleichen Taste, wenn du das machst. Oho. So. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Bombware. Wie kann ich. Ändern, Escape, Settings, Hotkeys, Basic Controls. Genau, da fehlt uns nämlich jetzt. Und das Problem ist, ich möchte den Charakter spezifisch haben. Aber, naja. Ja, ich möchte. Ja, ich will. Welche Fähigkeiten benutzen wir? Okay, wir haben den ersten noch nicht gelevelt, wir haben den Spine Cutter noch nicht levelt. Na, wir wollten eigentlich den Dark Axel dann. Attack Speed ist gut, On-Field Move Speed, nein, nicht so wichtig, MP Kosten. Nee. Genau, alles was Schaden nimmt, nehmen wir momentan, bis wir irgendwann mal merken, dass Mana doch ein Faktor ist. Aber ich glaube, Mana ist eher so ein Faktor bei langen, langen Bossfights oder so, als wirklich in, oder wenn du permanent farmst oder so. Also in diesen Story-Quests wurde wirklich nur kurz kämpfst. Und ich glaube, das Spiel wurde ja so ein bisschen, also nicht glaube ich, bin mir sicher, das Spiel wurde gerafft quasi für den westlichen Release. Weil wir auch mehr Late-Game-Content haben. Das heißt, wir haben mehr Content zu Release als Ding, damit wir Catch-Up spielen quasi mit der koreanischen und russischen Version. Der Chat ist irgendwie wieder auf Englisch. Und die... hey, Woodcut ist auch cool. Komm, Woodcut, let's go. Genau, und am Ende des Tages
Habe ich so den Eindruck, dass viele der Gebiete für ein anderes Pacing designt worden sind und man einfach nur noch durch alle Gegner quasi durchrennt. Also es gibt kaum einen Grund, die Gebiete überhaupt groß mit denen zu interagieren. Weil ihr seht es zum Beispiel, jetzt rennen wir von A nach B, hier sind lauter Gegner und sowas. Also es gibt literally keinen Grund, hier kurz zu bleiben, außer du kriegst mal ganz, ganz selten diese Quest, wo du halt irgendwas töten sollst. Genau, deswegen, ich verstehe es nicht so ganz, warum, ich verstehe nicht so ganz, warum das so wäre, wenn ich nicht durch die Streckung kommen würde. Genau, also wenn es Teil der Streckung ist, ist es durchaus logisch. Und keine Ahnung, irgendjemand meinte, dass Deathblade im PvP cool wäre, aber im PvE viele Cooldowns hätte, aber bisher keine. Also vielleicht gibt es später Skills, die massive Cooldowns haben. Genau, ich habe noch keinen gefunden. Genau, diese Quests, wo man einfach kurz machen kann, ohne dass man wirklich abgeben muss, sind eigentlich auch ganz nice. Stimmt, unser Pet hilft uns, ja. Genau, sobald ihr das hier seht mit Matchmaking, Moment, könnt ihr, ja, gibt bessere Belohnung. Könnt ihr zusammen im Koop spielen. Das ist ganz, ganz komisch. Manchmal spielt ihr eine Quest im Koop, so wie eine Instanz, und plötzlich müsst ihr das Finale aber alleine machen und so. Also es ist irgendwie komisch, aber die Instanzen an sich finde ich eigentlich bisher eigentlich der lustigste Teil vom Spiel, wenn man da eben lange kämpfen muss, ohne dass man eben Unterbrechungen hat, aufgrund von, hey, du hast einmal geklickt, jetzt darfst du schon zum nächsten Gebiet gehen. Genau, und je nachdem, welche Klasse ihr spielt, hat es schon ein sehr anderes Feeling, also von wie man Sachen tötet. Und Bade wirkt eigentlich auch ganz lustig im PvP, und das kann halt im PvE. Kann eben sein, dass diese für den Release auch so Sachen wie Klassenbalance und so weiter, dass es gar nicht mehr so relevant ist wie diese Guides. Also eventuell sind die Guides halt auch eben nicht mehr optimal durch das neue Pacing. Und nicht eventuell, sicherlich sind einige davon nicht optimal. Und kann man halt eben vorstellen, dass auch ein paar Tierlisten nicht mehr so ganz stimmen, also nicht PvP-Tierlisten, sondern PvE-Level-Tierlisten insbesondere. Also der Late-Game-Content wird vermutlich eh nicht sein, denke ich zum Teil, also kann auch da natürlich neues Balancing drin stecken. Genau, und ihr kriegt auch sehr früh euer erstes Pet, also der Pay-to-Win-Faktor vom Pet ist nicht hoch, aber der Pay-to-Win-Faktor von anderen Sachen. Und es gibt auch Open-World-PvP, ich habe gesagt, PvP ist vermutlich großteils nicht Pay-to-Win, aber das Open-World-PvP ist scheinbar auch nicht so wichtig. Aber da muss gesagt sein, glaube ich, dass das Bier nicht normalisiert wird für Open World PvP. Also da kannst du nur Hard Whales, kannst du dir quasi Whale-Duelle liefern, wenn du möchtest. Im Open World PvP. Das heißt, die meisten Leute werden wahrscheinlich einfach PvP auslassen im Open World. In der Open World. Damit sie nicht gefickt werden. Genau, was Gunner hat, was ziemlich cool ist. Ist halt sehr, sehr große Reichweite und auch große Angriffsradien. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt den Eindruck habe, wenn du Deathblade spielst, reicht dein AOE nicht raus, aus, um Gegner zu töten. Genau, also ich habe den Eindruck, dass der AOE auch hier sehr gut ist. Aber nicht vielleicht so gut wie halt richtig krasse Skills von anderen. Und wir saufen regelrecht in Potions, also ist überhaupt kein Problem mit der Heilung. Was macht das hier eigentlich? Launches Foe into the Air. Das auch. Also wir können wir quasi so eine Art Aerial Combo machen. Und dann ziehen wir sie wieder zusammen, nachdem wir sie in die Luft geschleudert haben. Also bei der Klasse machen tatsächlich die Kombos nicht mehr Sinn als bei anderen Klassen. Also ich habe sehr, sehr viele Skills mittlerweile umgelegt. Noch ein Backattack ist, glaube ich, einfach nur ein Bonusschaden, wenn man von hinten angreift, aber das wird nicht erklärt vom Spiel. Deswegen vermute ich, es ist es. Aber es kann es auch nicht sein. Hi Jonas! Vivi, wir sind auch wieder da, gerade vor ein paar Minuten. Alles klar bei dir? Hast du einen schönen Samstag? Samstag vorbeigekommen. Oh.
Die brauche ich wahrscheinlich nochmal an. Ja, das ist der Schlüssel. Ich glaube, unsere Superleiste ist noch gar nicht komplett drin, oder? Ne, jetzt ist sie komplett voll. Jetzt könnten wir, wenn wir wollen, sie anmachen und sich Kuhm einen auf den Deckel geben. Ups. Egal, wir tanken ihn. Full Face Tank. Alle in den gebrumst. Ich weiß ja nicht, ob ich grundsätzlich eigentlich Black Desert, dieses Kampfsystem ist ja recht ähnlich zu Black Desert, nur dass es halt top-down ist. Ich glaube, ich mag auch die Third-Person-Variante davon sehr gerne. Also mir ist es eigentlich relativ egal, ob top-down oder Third-Person, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich insgesamt Third-Person öfters nehmen. Aber mir ist auch alles klar, da vorhin einkaufen war ein bisschen voll, aber naja. Alle haben einigermaßen ihre Masken getragen. Hoffen wir das Beste. Und meine Stimme ist immer noch ein bisschen von gestern gefickt. Ja, Windcut Level 4, Movement Speed minus 30, Challenge Low, Damage to Touch. Das Damage to Challenge or Lower Foes. Nehmen wir an, dass Challenge Foes vielleicht der, also das ist quasi die Art, der Schwierigkeitsgrad des Mobs ist und alle schwächer als Challenge Mobs werden mehr Schaden nehmen. Dann nehmen wir das einfach mal, also quasi Trash Mob töten. Und wir haben eine neue Skill gekriegt, Charge. Ja, cool. Charge klingt eigentlich ziemlich cool. Frage ist, welchen. Wollen wir den einfach nehmen? Stagger Level von Mid to High. Duration in Charge Speed. Schneller angreifen, mehr stacken. Mehr stackern ist momentan nicht so nützlich, weil die Gegner eh kein Problem darstellen. Okay. Es ist quasi so eine Art Stab. Okay. Also ich mag den Stab lieber als. Ich glaube, ich werde das neu anordnen. Oh, neue Waffen haben wir gekriegt, eine neue Brustrüstung. Da wird eine Weile dauern, bis wir wieder ein neues Outfit kriegen vom Aussehen. Habe ich schon wieder neue Fähigkeiten? Nee, das ist immer noch die. Also, ich kriege neue Fähigkeiten dazu, aber das ist die Klasse, die wir gestern als letztes gespielt haben. Genau, also die hatten wir gestern auch die Fähigkeiten. Also, bis auf ein paar, die wir jetzt, also die zum Beispiel, die wir gerade dazu gekriegt haben. Und damit locken wir sie back und dann können sie. Hat das Sinn, das zu overchargen? Bevor wir voll charge. Ja, aber kann ich es denn loslassen selber? Oder? Das ist eine gute Frage. Ab wann mache ich meinen maximalen Schaden? Genau, und dann würde ich, glaube ich. Ach, ich hätte es rausschmissen. Egal. Glaube, dann ist sie voll aufgeladen, oder? Man kann sie einfach loslassen. Ich muss sie nicht halten, bis sie. Es gibt ein paar timing-basierte Fähigkeiten, also vielleicht ist so eine, wo man so ein bisschen schneller Schaden machen kann, wenn man früher loslässt. Und jetzt hier würde man quasi aus dem Koop in den Singleplayer reinkommen, warum auch immer. Also ein bisschen awkward. Genau, und den Blade Dance, den mag ich irgendwie nicht so sehr. Ja, man kriegt auch später immer, glaube ich, maximal acht aktive Fähigkeiten. Es gibt später mehr als acht aktive Fähigkeiten. Dafür muss ich dann selber aussuchen, welche man haben möchte, welche man kombinieren will. Genau, also man kann quasi dann einen Bild machen. Ja, Blade eigentlich ganz lustig. Ja, die haben wir auch schön zerstört.
Okay, also die zu töten ist super chill. Thank you. Oh, bitte, fucking. Lass mich den Typen aufregen, anstatt die Barrikade. Thank you. Und ich habe auch ein bisschen oft in Dying Light gefahren, also keine Quest gemacht, nichts in die Richtung, sondern alles nur repetitiver Content, dass ich ein bisschen mehr Geld haben. Und weil ich Lust hatte, Dying Light ein bisschen zu spielen, bevor ich einkaufen bin, weil es sich nicht gelohnt hat, das jetzt immer zu machen. Genau, aber ich kann halt eben das Pacing nicht beurteilen, das können wahrscheinlich Leute, die die koreanische Version gespielt haben, tausendmal besser beurteilen. Ich kann nur vermuten, dass es eben so viel kürzer ist, dass deswegen halt viele Inhalte quasi ein wenig auf der Strecke bleiben. Ach, er ist schon tot. Oh nein. Ja, furchtbar. Man kann sich, glaube ich, wenn man einmal den Spiel gestartet hat, nicht mehr umdrehen. Das im PvP kann man wahrscheinlich relativ gut ausweichen. Es macht auch Sinn, eigentlich in die Ecke zu gehen. Und dann alle mit dieser Klasse. Und dann alle Gegner ein bisschen auf einen Haufen zu bringen. Demons have invaded. Wirklich? Welche Dämonen? Ich sehe keine Dämonen. Wenn wir in die Richtung schauen, können wir alle in aller Ruhe töten. Im Eis still drunk, keine Ahnung. Und das ist unsere erste Liebesbeziehung. Mhm. Genau, und hier, mit der können wir dann doofe Time haben. Genau. Und halt den Baki Monogatari war wieder, kann wo es hier süß. Ich mag diesen Skill sehr gerne, wo man dieses Wegschleudern macht. Ich bin mal gespannt, ob die Autotech eine große Rolle spielt irgendwann. Bisher noch nicht. Hoffe nicht. Es macht mehr Spaß, Skills zu benutzen, als Autotech zu benutzen. Und wenn man die Autotech wirklich nur ganz, ganz selten benutzt, dann ist sie ja auch quasi ein Skill. Genau, bei Bossen können wir immer den nutzen. Okay, alle tot. Let's go. I'll share what I learned from the tablet when the situation here becomes more stable. Mhm. Und genau, und jetzt könnten wir theoretisch mit ihr flirten. Sollten wir vielleicht ein bisschen machen, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob es da Cooldown drauf gibt, ob man die nur einmal am Tag
mit ihr reden kann oder so. Wir werden sie auf jeden Fall nicht komplett rumkriegen. Und es sei denn, wir geben vielleicht echtes Geld aus, keine Ahnung. Pay to love, sicherlich ein Faktor. Ich bin mir sicher, du kannst dir Geschenke kaufen, echt Geldshop oder irgend sowas. Genau, jetzt kannst du wieder hingehen und kannst sagen, du möchtest das mit dir machen, dann kannst du dir zum Beispiel Geschenke geben hier. Wir haben aber nichts, können Instrumente spielen, können wir auch nicht. Können dir unser Emote zeigen. Sie ist Account gebunden. Okay, never mind. Also werdet ihr nie erfahren, was wir mit ihr gemacht haben. Und sie hat noch kein Sex mit ihr. Also ihr habt nichts verpasst. Sie hat uns Essen gegeben, das uns vergiftet hat. Ja, wahnsinnig kawaii. Und andere Leute hat sie auch noch vergiftet. Und einer hat sogar gesagt, dass er sogar einen Schuh von ihr essen würde, wenn sie ihn angeben würde, ja. Wahnsinn. Was denn? Für Simp, genau. Ja. Das ist ein Simp. Die Person ist ein Simp für sie. Und ich weiß nicht, ob man so eine Pets einfärben kann oder ob das Spiel einfach standardmäßig unglaublich bunte Pets hat. Wir haben ja schon blaue Hasen gesehen. Also, ich glaube, es ist interessant, dieses Account-Geteilte quasi. Haben wir sie eigentlich schon als Main-Character festgelegt? Sollten wir auf jeden Fall machen, falls es irgendwelche Bunny dafür gibt. Moment. Ne, Main Character ist Cute Leaf. Dann sollten wir aber vielleicht die Reihenfolge nochmal ganz kurz anpassen. Ohne uns auszuloggen aus Versehen. Das ist das Wichtigste. Hier, das ist ein bisschen schlecht sichtbar oben. Genau, wir können einfach dann sie an erste Stelle machen. Dann sie an die Stelle, genau, sie ist ein bisschen weiter als unser Charakter, den wir gerade gespielt haben. Lock mich nicht aus, danke. Ja, jetzt sitzt sie halt nicht mehr so süß auf dem Stein. Okay, wir müssen sie doch an zweite Stelle machen. Geht schon. Der KWI-Faktor, ja, viel süßer, let's go. Genau, und die andere hat kurze Haare, weil sie einen Hut trägt, haben wir ja schon festgestellt, oder? Haben wir festgestellt? Nee, weiß nicht. Aber genau, wenn man einen Hut trägt, werden die Haare kürzer. Hm. Also vermutlich werden nicht die Haare kürzer, sondern sie trägt eine andere Frisur, damit sie nicht klippt mit dem Hut oder so. Genau, sie müssen irgendwelche Scheiße finden. Und es gibt, glaube ich, ein Trading Card Prinzip Spiel oder irgend sowas. Man kann Karten verschaffen, so ein bisschen wie bei Witcher Gwent oder so. Vermutlich Hardcore Pay to Win. Gotta pay for them all. Jetzt können wir teleportieren, wenn wir wollen. Genau, das kostet etwas. Genau, jede Klasse hat ihr eigenes Instrument. Die Ganzlinge hat eine E-Gitarre, sie hat eine Flöte. You useless. Once you pass the rugged Akumo Mountains, genau, und Standard-Pet ist ein auch ziemlich süßer Hase. Also es ist auch nicht so, dass sie jetzt voll das hässliche Pet oder sowas kriegt. Und ihr kriegt einen süßen Hasen mit Taschen. Den haben wir sogar schon mal gesehen, glaube ich. Ich meine, oh, was ist das denn für ein Hase? Hat der Taschen? Genau, das ist der nicht für die Order-Hase. Und scheinbar gibt es einen Shitstorm, weil die Server gelockt sind, wenn sie zu voll sind, die Founder-Server, und jetzt kommen die ganzen Freunde nicht auf die Server, wo ihre Freunde spielen. Andererseits stand auf jedem Server dran, als man sich einen Charakter erstellt hat oder eingeloggt hat, dass es sein kann, dass man selbst, wenn man reinkommt, keinen Charakter mehr erstellen kann, wenn es zu voll ist. Also die Entwickler haben quasi da relativ klar kommuniziert, dass es Server zu voll werden können, aber naja. Lesen ist nicht jedermanns Stärke. Also das ist wirklich nicht die Schuld der Entwickler, wenn sie das drangeschrieben haben. Es ist nur dumm, dass es überhaupt Limitierungen gibt. Also wie gesagt, ich finde die Anwesenheit von Servern selber strange. Über welche Fähigkeiten benutzen wir denn? Wir haben die doch schon alle auf 4, außer das... Normale Attacke, dann sollten wir die auch einfach mal hoch machen. Mehr Crit Rate. Mit dem Best Attack Landing und Open Weakness Buff. Irgendwann Damage von All Palmen. 16 von Attack, 16 für plus 9%. Die ist auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, 6.
3% mehr Schaden für 6 Sekunden. Für alle Partymitglieder. Ich meine, Crit ist auch nice. Aber der Skill selber ist so schwach, dass ich denke, dass der Buff für die anderen Skills wertvoller ist. Wenn er viel Schaden machen würde, denke ich, wäre Crit mir lieber. Be careful. Go see Priestess Groa if you want safe passage. The plague. Gut ist, wir wissen, was wir machen. Okay, es ist nicht schwer zu erraten, was wir machen müssen, auch wenn man es nicht weiß. Aber das Gute ist, wir haben es gerade eben gemacht. Also wir können jetzt in aller Ruhe Quest Speedrun. Und wenn ihr im Koop spielt, ist es ganz gut. Viele Objectives kann man quasi, kann ein Spieler machen, das zählt für beide. Also man kann die Sachen wirklich schneller machen. Wobei die eh schon so kurz sind in dieser Version. Also gerade, wenn man so zu diesen Windmühlen kommt, wo 20 Windmühlen rumstehen, mit denen du allen interagieren kannst, du musst für die Quest genau eine von denen machen, reparieren. Da kann man sich, glaube ich, denken, dass ursprünglich alles anders gedacht war. Und alle reden Englisch, deswegen Gott sei Dank. Gestern Abend übrigens habe ich noch dafür gesorgt, dass auch die Leute abends Englisch nicht mehr gesehen. Aber mir genau ist wichtig, dass man sich dafür einsetzt. Und immer noch der eine Typ, der mir geantwortet hat auf die Hyperscape-Sache. Ich finde so geil, wie der mir einfach so noch 2 Jahre später schreibt, oh, du hattest bei allem recht. Ich hoffe, du kannst gut schlafen, weil du recht hattest. Ist so okay. Nein. Und dann hat er alles drunter geschrieben, was wirklich so ist, was scheiße ist. Also er hat alles aufgelistet, was scheiße ist und warum er auch denkt, dass es scheiße ist. Ja. Nee, es war wirklich so ein, du kannst jetzt gut schlafen, da hat es recht. Ich hoffe, du kannst gut schlafen, sondern du kannst jetzt gut schlafen, weil du hast recht. Easy clap. Nee, also ich weiß auch nicht, was Ubisoft gefunden hat. Also es ist unglaublich. Also, nee, Hyperscape ist wirklich so ein Beispiel für was schief läuft, wenn die Entwickler nicht wissen, wie man ein Spiel macht. Okay, wir haben alle guten Zutaten und wir haben Copy-Paste aus anderen Spielen von uns. Das muss doch ein gutes Spiel geben, oder? Egal wie wir sie zusammenwirken. Es ist so, als ob du in den Supermarkt gehst, kaufst nur gute Sachen und schmeißt die wahllos ineinander rein und behauptest dann, du hattest doch gute Zutaten. Warum ist dein Rezept nicht gut? Und selbst dann, wenn du das Rezept richtig hast, wenn du dann beim Kochen einfach den auf 500 Grad stellst und alles verbrennt hier und ich wundere, warum du mit guten Zutaten und richtigem Rezept kein gutes Ding hast. Also irgendwo dazwischen ist alles schief gelaufen bei Hyperscape. Nur einzelne Rezeptteile waren vielleicht ganz gut. Du hast dann so, keine Ahnung, Pizzarezept zusammen mit einem Kuchenrezept gemischt und wunderst dich dann, warum da am Ende furchtbare Scheiße bei rauskommt. Genau, Lost Ark selber, auch Pay-to-Win-Diskussion haben wir heute Morgen gestartet und so weiter. Oh fuck, wir sind nicht im Area-Chat. Charge bis Skills bei wirklich. Yeah.
Jetzt sind plötzlich spanische Leute, die anfangen Spanisch zu reden. Das Englisch hier ist abhängig von der Tastatur. Anscheinend bei Janine steht da DE, weil sie die deutsche Tastatur hat mit Einstellungen. So. Ist doch so. Man muss ganz klar mit den Leuten kommunizieren. Für jeden Einzelnen, der jetzt nur ein Wort Spanisch spricht, wird instant geblockt. Okay. Okay. Block. Oh dear me. A bit better. It's worse than I thought. The springs in the area are contaminated. Oje, hey San, du bist so kurz davor gebannt zu werden. Du hast auf Spanisch gelacht im Chat. Das geht gar nicht, ja? Wenn jemand achachachacha in den Chat schreibt, dann kurz vorm Bann. Ich meine vom geblockt werden. Guck, wir müssen die. Am Anfang ist es so wichtig, dass wir dieses Wochenende, sobald Leute im Ortschat irgendeine andere Sprache sprechen, mir scheiße, ob Spanisch, Nordisch, sonst irgendwas, sobald die Leute anfangen, ihren Müll zu reden, einfach sofort draufhauen. Ja, gleich die Ursache beheben. Dass die Leute sich überlegen, ob sie auf einen scheiß spanischen Server anstatt ist. Also 4 Stunden Queue, keine Sorge, heute Abend wird die Party weitergehen. Aber was für eine Peak sind wir eigentlich gerade? Wieso, warte mal, was war die Frage? Wieso auf was bezogen? Ich habe leider nicht gesehen, wann du es geschrieben hast. Ich habe so viel gesagt, dass ich nicht weiß, auf was das bezogen hat. Ja gut, Bro. Entweder du lockst dich früher ein, benutzt einen Autoklicker, du bist selber schuld. In der Liebe, ich mal sagen. Auch heute Abend werden wir wohl einen Autoklicker benutzen. Nee, werde ich nicht. Wisst ihr warum? Weil ich zu faul bin, einen anzumachen. Oder weil ich mich um die Umwelt sorge. Andererseits, es gibt Mobile Games, wo man das Spiel laufen lässt und es spielt sich selber, während man AFK ist. Also. Also, wenn ihr euch wundert, was ist Rudrick Channel heißt, das ist kein UL-Meme, sondern das ist ein Open-World-Boss, den die Leute suchen, der spawnt halt in unterschiedlichen Channeln. Im Spiel, ich banne die nicht, ich mute sie, ich blockiere die Leute, die nach einer Weile nicht aufhören, ihre eigene Sprache zu sprechen. Am Ende des Tages ist es wichtiger halt, dass man eben im Chat Englisch spricht, im Area-Chat. Man kann gerne lokale Gilden haben, die dann untereinander andere Sprachen sprechen, aber wenn man halt im internationalen Server ist, wo die meisten Leute Englisch sprechen und die wenigsten Leute halt gemeinsam andere Sprachen, weil wir absichtlich einen Server gewählt haben, wo wenig große ausländische Communities sind, und die einzige ausländische Community, die ein bisschen größer ist, eigentlich
Ding spricht. Nordische Sprachen. Und die, die verstehen sich auch nicht untereinander, aber sie können alle gut Englisch. Deswegen blockiere ich einfach die Leute, die nicht die Fresse halten können. Aber ich möchte dann nicht später irgendwann im Chat voll gespammt mit irgendwelchen komischen Sachen, die ich nicht verstehe. Weil die könnten die ganze Zeit schreiben, was sie wollen. Ich habe keine Ahnung, was sie schreiben. Also ich kann es mir teilweise zusammenreimen, wenn ich einen Teil der Sprache verstehe. Aber es ist super wichtig, dass man am Anfang halt klar macht, im All-Chat, es wird nicht gern gesehen, wenn man nicht Englisch schreibt. Dafür ist der Chat ja da, dass man eben zusammen mit vielen Leuten kommuniziert, wenn man seine eigenen Chats haben muss. Und das ist natürlich der Fehler natürlich von Lost Ark, dass sie nicht irgendwie Sub-Channel gemacht haben. Es gibt, man muss ja nicht mal einen Server machen, man muss ja einfach nur sagen, der Channel hier und der Area-Channel, der dazugehört, der ist Englisch oder Deutsch oder sonst irgendwas. Genau, also genauso wie ich Deutsch im Chat lesen oder sonst irgendwas. So, was machen wir eigentlich gerade? Genau, nee, also habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte gerade, der disst hier gerade die Leute, die Englisch reden, weil sie eine Minderheit sind, weil ja die meisten Leute nicht aus England kommen, die hier sind. Das stimmt natürlich, aber das meinst du ja gar nicht. Genau, das ist quasi unser Ulti, das sollten wir wirklich nur für gute, starke Gegner benutzen. Ja, und ich glaube, sobald man es aktiviert, kriegt man eine Weile den Buff. Und der Combat Lock, der scrollt hier so hoch bei der XP. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Combat XP vielleicht ausschalten sollten. Andererseits macht es den Chat ein bisschen cleaner, weil man eben dann die halbe Zeit nicht lesen kann, was wir gerade schreiben. Oh nein, die Plague. Please defend the outpost against these infected attackers. Ich will gucken, wie viele. Also der Lost Ark Peak, ich erwarte, dass er irgendwann dieses Wochenende erstmal stattfinden wird, der höchste Peak für eine Weile. Über 1 Million, wir haben es geschafft. Das Spiel hat über 1 Million, damit ist es signifikant höher als New World, was beim Free-to-Play-Spiel nicht unglaublich ist. Aber was ist denn der höchste Steam All-Time Peak Record? Wer hat es denn? Warte mal. Oh. Game. Ich muss irgendwo sehen, wer den All-Time-Peak hatte, den höchsten. Ja, PUBG hatte halt Counter-Strike, CSGO hatte 1,3 Millionen, Dota 2 1,2 Millionen, Lost Ark ist aber jetzt auf Platz 4 mittlerweile, was sogar höher ist als Cyberpunk. New World ist auf Platz 6. Und PUBG Battlegrounds natürlich mit 3,2 Millionen das größte Steam-Spiel. Und deswegen hat ja den ganzen Battle Royale Hype losgetreten mit sowas. Also man sieht ja, wie hoch dieser Hype war. Und immer noch anhält natürlich mit Fortnite und Apex und so weiter. Aber sehr interessant zu sehen halt eben, wie der Hype ist. Auch, und PUBG ist auch nicht so schnell abgefallen wie New World. Also New World ist wahrscheinlich der Weltrekord im schnell Spieler verlieren. Also, ist ohne Scheiß. Ich nehme an, New World ist der Weltrekord am schnellsten, am meisten Spieler verlieren. Oh mein Gott, 6 Stunden hat das Spiel gewartet. Ja, aber das wusste man ja, oder? Also jeder, der zu einem bestimmten Uhrzeit spielen wollte, hat sich eingeloggt. Das Problem ist, heute lernen die Leute das auf die harte Tour. Was heißt das für morgen? Morgen werden die meisten Leute schlauer sein. Und es wird wahrscheinlich sehr, sehr früh eine Queue geben. Viele Leute eben vielleicht aufstehen werden, Rechner anmachen, Lost Ark starten und dann wieder schlafen gehen oder irgendwas. Genau, also wenn ein Ort, also man kann fast schon eine Korrelation zwischen natürlich den Spielerzahlen auf Steam und der Queue Times sehen.
Aber nicht immer. Tatsächlich, gestern Abend war NA ganz groß. Und ich denke, heute Abend, wenn NA und EU sich überschneiden werden, werden wir richtig fetten Mega-Peak haben. Und ihr seht, hier sind lauter Gegner. Ihr seht, das Gebiet ist riesig, ultra viele Gegner. Und die Hälfte davon werden wir gar nicht besuchen. Oder nur ganz, ganz kurz besuchen. Weil ich denke, dass es so gestraft wurde, dass wir halt einfach nur noch durchrushen. Man kriegt fast alle XP nur noch über die Quests und es gibt gar keinen Grund, Gegner überhaupt zu töten. Das heißt, nur im Rahmen eigentlich von Quests macht man Sachen. Das ist eine interessante Designentscheidung, aber unvermeidlich natürlich, wenn man aufholen will. Also entweder man hat, nimmt halt Content raus und macht den irrelevant, oder man nimmt den Content, den man hat, und lässt den Spieler quasi schneller durchlaufen. Ist mir das Tempo ein bisschen zu hoch? Ich glaube tatsächlich außerhalb der Instanzen schon, weil man eher mehr reitet, als man kämpft. Und ich wollte ja eigentlich ein Action-RPG spielen und nicht einen Reitsimulator. Aber andererseits ist es ganz gut, dass wir schon ein Pferd haben. Was musst du machen, dass wir Genshin spielen? Was kannst du machen? Was musst du machen? Das ist eine gute Frage. Ich werde wahrscheinlich heute kurz Commissions machen. Aber wirklich lang Genshin werde ich nicht spielen. Wahrscheinlich eher so eine halbe Stunde maximal, weil ich ja später Bouldern gehe, was ich erst gestern machen wollte. Genau. Also sobald ich halt eben Genshin spiele, spiele ich heute kein Lost Ark mehr, weil man eben nicht mehr reinkommt. Und wir werden noch genügend Gelegenheiten haben, wenn dann Yahai draußen ist, viel Zeit wieder in Genshin zu verbringen. Genau, es sind nur ein paar Tage. Genau, momentan sind halt viele gute Spiele, die ich ansonsten auch spielen, gerne spiele da, und genau, ich spiele immer das, wo ich am meisten drauf Lust habe, so bin ich halt. Also ich bin relativ simpel. Genau. Und wenn wir dann Genshin spielen, kann ich euch natürlich auch bei irgendwas helfen oder sonst was, wenn ihr das wollt. Dafür nehme ich mir gerne extra Zeit. Aber genau, abgesehen davon wollte ich heute nicht Genshin spielen. Ja, schon 2 Tage. Das kann sein. Ist 2, 3 Tage. Genau, wieder später ganz kurz, wenn wir auf jeden Fall Genshin machen, aber wirklich nur kurz. Also denke ich maximal eine halbe Stunde. Wieso töten wir die eigentlich? Es gibt keinen Grund. So. Irgendwann müssen wir mal wieder Roguelike spielen, aber das Problem ist halt, in so vielen anderen Spielen gerade draußen sind. Roguelikes sind quasi perfekte Spiele, wenn man andere Spieler, die nicht so viel Zeit brauchen, weil in Roguelikes selber kann man ja meistens relativ viel Zeit investieren. Aber vielleicht sollen wir wirklich irgendeins rausholen, wo wir dann so ein Daily Run oder sowas machen. Weil es momentan wirklich, wirklich voll geladen ist, weil ich habe heute noch nicht mal eine Sekunde Apex oder Valorant gespielt. Und nee, Lost Ark macht wirklich Spaß, also es ist sehr, sehr entspannt. Ich wünsche nur dieses, dass ich jetzt mehr Gegner am Stück töte, hätte irgendwie Sinn. Also ich mache das nur, weil ich mache, aber Sinn, es ist ziemlich sinnlos, nicht effektiv, das zu machen. Moment, wir haben einen neuen Zauber gelernt. 18 Sekunden Cooldown. Hier. Das ist ein relativ hoher Cooldown. Push for launch back in the air, macht sie weg und dann könnten wir hinterher springen. Also könnten wir theoretisch jetzt Death Sentence danach machen. Ups, das habe ich aus Versehen, wollte ich nicht machen. So, Death Sentence danach und dann die Charge Attack, wo war die denn? Hier, Charge Soul, und dann können wir am Ende, anstatt Blade Dance den Spin reinmachen, Spine Cutter. Und schlagen die mich gerade? Wie auch immer, Startmaschinen weiter aufnehmen.
Genau, dann würde ich sagen, dann machen wir die auch gleich auf 4. Weak Point 1, Jesus. Was ist Weak Point 1, Level 1? Ich glaube, da der Cooldown relativ hoch ist, im Vergleich zu allen meinen anderen Skills, bis auf den hier, glaube ich, machen wir tatsächlich mal den Cooldown weiter runter. Ich weiß nicht, was Weak Point macht. Wahrscheinlich, dass alle anderen Schaden stärker wird oder so. Gute Frage. Ja, hier sehe ich schon, die Gegner sind unglaublich herausfordernd im Spiel. Ein schönes Skill. Warte mal, jetzt hat er wie viel Cooldown? Du hattest nicht 18 Sekunden, jetzt hast du 14 Sekunden. Damit bist du immer noch länger als alle anderen Skills, die wir haben. Ich glaube, solange die voll sind und wir sie nicht benutzen, macht das einfach gar nichts. Das heißt, wir müssen es uns dann für den Elite aufheben und nicht verbrennen. Wir könnten einfach hier runtergehen. Okay. Oh, Moment, wir haben bessere Items gefunden. Oh Moment, sie sehen anders aus, oder? Haben wir jetzt. Moment, haben wir jetzt andere Schultern? Ich glaube, jetzt haben wir andere Schultern, aber nicht so, dass es jetzt super, super der Unterschied wäre. How long can we hold them off? Und was? Ah, der Command Post. This is a bad time to have guests. A plague. Ah, stimmt, das ist die Quest, wo man so viele Gegner hat. Boah, das ist ein geiler Skill. Damit sind wir jetzt fast komplett weg von Charge Attacks, weil ich bin so faul, ich will die Tasten eigentlich gar nicht halten. Das würde auch uns betreffen. Wow, also haben sie eigentlich eine Falle für uns reingemacht. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht, weil das hat einen riesen Radius. Eindeutig Masse statt Klasse, die Gegner. Transport the wounded and repair the damaged areas. Burn the corpses. You came at just the right time. Es gibt, glaube ich, auch Pet-Klassen später, die noch hinzukommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mit denen aussieht. Also ob es jetzt schon irgendeine gibt. Ich glaube, es gibt vielleicht einen, die Turrets stellen kann. Aber genau, das Summoner ist irgendwie nicht im Spiel. Ist ja eigentlich komisch, dass sie so einen ganzen Archetyp eventuell noch nicht im Spiel haben. Also ich bin mir nicht sicher, ob es keinen gibt, der so in die Richtung geht. Aber von dem, was ich bisher so gesehen habe, glaube ich eher nicht. Und eigentlich ist so Necromancer so in die Richtung, eine Patch-Klasse eigentlich öfters bei gewissen Spielern sehr beliebt und die wollen dann wahrscheinlich auch nur sowas spielen. Aber wird noch kommen mit der Zeit. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man das also gerne mainen würde, im Spielstil. Ich weiß nicht, wie es mit dem Aufholen ist, wenn man dann später neue Klassen macht, ob man dann einfach 3000 Jahre braucht, um hinterherzukommen. Oder ob man dann cashen muss. Weil jetzt von Anfang an mitzuhalten, ist definitiv einfacher, als wenn man dann im Nachhinein seinen ganzen Content machen muss. Und bisher haben wir auch gar keine großen Unterschiede in, also Auswahlmöglichkeiten, wo wir lang gehen wollen, welche Quests wir machen wollen und so weiter. Genau, deswegen weiß ich gar nicht, was wir machen könnten, was allen anders wäre. Und vielleicht, oder vielleicht hört irgendwann die Hauptstory aus oder es gibt Pläne, die abzweigen und dann kann man sich aussuchen, was man als nächstes machen will. Hallo, mein Freund. Wir sind doomed. I managed to escape safely. But I'm afraid Venice didn't. Ich habe 2 genommen. Ja. Weil ich mitgedacht habe.
dachte mir schon, dass du keinen Salat machen willst, wenn wir keinen Salat gekauft haben. Aber ich dachte schon, du wolltest sie so machen, genau. Wahrscheinlich am ehesten an Maultaschen, wenn du am Montag das Hackfleisch. Das ist bis zum 16. haltbar, dann ist der genau. Ich bin. Hä? Dann ist der 16. oder 18. Ist so lang, ist es aber? Nee, dann wahrscheinlich nicht so lang, oder? Jetzt. Dann ist das Hackfleisch halt nicht schon gut. Ich finde nicht, ich habe übergeschaut, auch nicht da, wo ich habe da, wo die Rewe-Bio-Sachen sind, habe ich auch geschaut. Es war, gab Bio was anderes, Bio-Vegetarisch. Das gab's. Bereitet zu spielen bei Nacht im Himmel. Das ist kein Büro-Kawaii. Mit ihrer Katze. Jumi. Hurry, hurry! Hurry, hurry! So, so sollen wir noch die anderen töten. Feuer! Hurry, hurry! So. Feuer! 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 Ist das ein Lied? Hurry, hurry! Irgendwie das Feuer, Feuer Lied. Wird da oben links in der Ecke. Back attack perilous immune. Was? Limit the grave digger surrounding the. Moment, geht doch noch einer? Okay. Und ihr seid Menschen? Aber warum zählt das nicht? Moment, ihr seid doch keine Grave Digger. Ach so, das sind mehrere Gruppen von denen. Jetzt verstehe ich das erst. Ne, Moment. Auch das macht keinen Sinn. Oder seid Ultra Lag, bis es zählt. Ach, Grave Digger sind die. Nicht die Diebe, sondern die Fliegen oder was? Was? Confused. Ich dachte, die Grave Digger wären Spitznamen für Banditen. It's over. You're traveling to the monastery. So. Jetzt reitet das Pferd. Rudik Pfeil. Nice. Irgendwann suchen wir ihn auch. Nur dadurch, dass wir bisher drei Klassen gespielt haben und auch nicht so viel, sind wir definitiv nicht on curve, was die Sucht ist angeht. Ja, wir sind ein Reitsimulator, also wir spielen eigentlich gar kein Actionspiel. In Wirklichkeit ist es ein Cutscene und ein Reitsimulator. Genau, ab irgendeinem Punkt sollten wir wieder bei der Story aufpassen, der kommt bald. Ah, nicht vergessen. Ich vergesse immer die TPs, man kann die nicht automatisch aktivieren. Where the patients are. I feel we're going through tough times. Genau, man kann hier übrigens, das ist richtig cool, habe ich das schon gemacht? Genau, man kann hier rauszoomen. Ich würde euch empfehlen, also es ist eh so mickrig, das rauszoomen. Ich würde euch empfehlen, das komplett zu machen. Ihr könnt auch einstellen, wie durchlässig es ist und so weiter, aber es ist definitiv
das Sinnvollste, das so zu machen. Also, ihr seht, man braucht keine detaillierten Informationen im Spiel. Es ist meistens irgendein Gebiet relativ großzügig eingezeichnet. Ich sehe schon, warum die Klasse guten PvP ist. Sie hat wahrscheinlich, sie hat einfach sehr, sehr gute Skills, die du halt benutzen kannst, um wahrscheinlich zu CC'en und relativ, sag ich mal, schnell funktionieren. Also man hat nicht so viele Öffnungen. Ja, gerade der Ganzlinger, der steht halt auch manchmal einfach nur Ewigkeiten da. Und ich weiß gar nicht, was das eigentlich mir möchte, das Spiel. Okay, also unser Ulti quasi. Ich glaube, desto mehr wir Charge haben. Ich nehme jetzt halt auf. Aber es ist wirklich so, dass man es wirklich nur als Ulti bei der Klasse benutzt. Das ist relativ simpel. Okay, damit sind wir hier fertig. Wollen wir noch bei der 2? Defeat Plague Followers. Okay. Ah, da ist er. Bastard, Junge. Eins und drei. Eins ist lokal immer so orange, also das ist, glaube ich, sehr lokales Objective. Also was zum Beispiel. Später haben wir einen Demon Hunter. Ich glaube nicht, dass ihr Teil der Quest seid. Ich weiß auch nicht, warum ich euch töte. Tut mir leid. Ah, genau, das ist da, wo man die Quest machen muss. Genau, ich meine, es ist so sinnlos, was wir machen. Wir müssen ja überhaupt nicht töten, die ganzen Gegner. Das heißt, es ist absolut dämlich, dämlich, das zu killen. Und das meine ich, es ist ein bisschen komisch, wie wenig man quasi kämpfen muss. Und wie viel man eigentlich nur laufen sollte. Kann man Sachen verkaufen? Ich habe keine Ahnung, ob es Händler in dem Spiel gibt. Aber noch so sind da nicht voll, also drauf gebissen. Father Armin is here, helping us treat. I've got a lot on my mind. I've never seen a disease like this before. I don't know what to do. We're short on everything. The orbs? I don't know about them. Brother Daimon. Das müssen wir eigentlich nur noch. Stimmt, wir waren gar nicht da. Habe ich die Quest verpasst irgendwie? Ich hätte schwören können, dass da eine relativ lange Questreihe war. Also ich hätte schwören können, dass beim Graveyard eine Quest war, die wir aber nicht gemacht haben dieses Mal. Egal, ist nicht so wichtig. Ich meine, fehlt uns halt ein bisschen was. Ich will noch was bisschen Sachen nachschauen.
Okay, die sind halt alle nicht so. Support. Ja, das ist die Klasse, die wir die ganz Dinger passen. Wir können sehen, dass das Spiel richtig bad ist. Der Auto-Attack passt die ganze Zeit und man hat eigentlich fast nie seine Fähigkeiten on cooldown. Da hat jemand einen Alpaka-Mount gekauft. Ein Alpaka-Chocobo würde ich das fast nennen. What the fuck? Ein Alpaka-Bo? Und hier sind diese ganzen Windmühlen. Wir gehen an eine Windmühle, Achtung. GG, Quest vorbei. So, like, Genau, also es ist echt interessant. Und dadurch ist dieses komplette Gebiet mit diesen Windmühlen, sieht eigentlich schön aus, oder? Und atmosphärisch. Aber man muss nichts drin machen halt. Also man läuft an diesen ganzen Windmühlen da vorbei und kann komplett eigentlich ignorieren, was geht. Und nur wenn einem langweilig ist, können wir das irgendwie bei uns hier kurz stehen bleiben. Aber ich glaube, das lohnt sich überhaupt. Also bin mir sehr, sehr sicher, dass das hier kompletter Boombook ist. Genau, also dieses ganze Kämpfen, das macht überhaupt keinen Sinn, dass man die Windmühle nicht machen muss. Aber ich denke, das ist diese Streckung halt eben, also die Entfernung, die Streckung, die Entschlackung quasi des Levels, die quasi dann komische Blüten treibt mit dem Level-Design. Ich glaube, es wäre besser gewesen, weniger Quests an weniger Gebieten zu haben, als einfach nur durch alle Gebiete durchzurushen. Aber naja, das ist Geschmackssache. Ich selber, wie gesagt, mag lieber ein bisschen mehr kämpfen und weniger auf Quests. Mit Questleuten reden, aber andererseits wird man halt weniger Geschichten erleben und so weiter. Blablabla. Ja, der. Mein Secret Area, Moment. Was? Unten rechts an der Ecke von so einem komischen. Hier? Oder? Ja, das hier unten. Da gehe ich bestimmt nicht hin, das ist viel zu weit weg. Gibt es aber das Gefühl, ich glaube, du kannst auch hier in so ein Secret Areas, wenn du es nicht gefunden hast. Das ist eigentlich eher so eine. Voll wie cool, du kannst es mit deinen Teammitgliedern teilen. Kein weiterer Level. Sind die Skills nicht alle mittlerweile auf 4, die wir haben wollten? Weil man kann so wenig leveln bei denen. UWER. It's over. Wir können nur einen auf 5 machen? Warum das denn? Okay. Wieso können wir nur einen Skill auf 5 machen? Hä? Und alle anderen können wir jetzt nicht mehr leveln. Janine, was hast du denn mit deinen Talentpunkten gemacht, wenn du nichts mehr zum Leveln hattest? Also ich... Ja, stimmt. Jetzt noch den Spin-Cutter leveln. Aber warum darf man nur einen auf 5? Wann durftest du auch nur einen auf 5 machen? Level 5. Alles gut. Kannst du einen, glaube ich, auf Level 5 machen, wenn man nicht so klar. Okay, wir müssen ganz kurz auf die Giants Corpse Spider Respawn warten oder wir gehen an eine andere Stelle. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Respawn ist, also gehen wir an die andere Stelle. Hier ist ein Dungeon, ich glaube, den müssen wir aber erst danach machen. Ihr seht, hier ist alles voll mit Gegnern, aber es gibt halt keinerlei. Ich glaube, hier wären immer Killquests gewesen. Ich glaube, das wären diese Quests, die man automatisch abgeben kann. Aber die haben sie halt entfernt, weil sie keinen Sinn gemacht haben in der Version.
Und schalt erstmal die Quest, mache ich nicht ein bisschen an den Rändern weiter weg, sieht, so dass man nicht, gar nicht mehr die Karte aufmachen muss. Und natürlich können wir auch so spielen, aber. Zu Diablo, zwei Vibes. So, dann spielen wir auf Hard wieder. Weil bisher war Hard nicht sehr hart. Haben wir noch Teacher? Ich glaube nicht, oder? Oh, hast du schon mal eine Klasse gesehen, wie sie sich spielt? Ich muss dir was zeigen. Also gut, du hast halt ganz viele Attacken, so lustige. Die halt zum Beispiel Gegner ineinander reinziehen, hast du diese Air-Kombos, wo du Leute in der Luft verprügelst. So Sprungattacken und sowas, oder coole Wirbelattacken und so. Oder hast diese, guck, diese. Gut, diese Klinge, die du aufladen kannst. So. Ja, sie sind alle sehr, sehr unterschiedlich vom Feeling her, die Klassen. Wobei manche natürlich ein bisschen ähnlicher sind. Also wenn du eine Nahkampfklasse spielst, sind sie ähnlicher, als wenn du jetzt eine Fernkampfklasse spielst oder einen Bard. Ich glaube, Bard ist tatsächlich relativ einzigartig. Vielleicht am ehesten wie das Sorceress, ich weiß nicht. Was Sorceress ähnlich wie Bard ist ein bisschen. Barbar. Nee, ob du nicht Sorceress, wie heißt das? Ja, ich glaube, Bard war eine gute Wahl, oder? Also auf jeden Fall von der Meta her, auf jeden Fall. Also dann bist du PvP und PvE Meta. Und das ist, ja, das ist halt der größte Vorteil, ist es wirklich, man kann schon von vornherein wissen, welche Klasse gut sein werden. Du musst dann nicht, wenn man dann noch Max Level ist, sagen, shit, ich muss jetzt nochmal eine neue Klasse ziehen. Das war bei WoW immer nervig. Aber andererseits könnten natürlich auch Balancing Patches kommen. Genau, also genau, das weiß ich gar nicht. Ist das genauso gebalanced wie die koreanische Version? Ich nehme an schon, dass sie quasi das aktuelle Balancing benutzen. Das würde ja keinen Sinn machen. Es sei denn, es gibt neue Skills, die zukommen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es könnte sogar sein, dass wir gar nicht das gleiche Balancing haben. Also natürlich die Core-Stärken und Schwächen nicht ändern würde. Müssen wir die wirklich töten? Ich bin confused. Was wird das hier? Wenn mein Ei nicht kaputt gemacht hast. Wäre cool, wenn das einfach, wenn wir das gemacht haben. Aber jetzt hat er es von der Karte weggemacht. Und ich glaube auch, dass diese Blumen hier, die muss man gar nicht töten. Bin nicht so sicher, ob die überhaupt XP geben. Vielleicht müssen wir irgendwann unser Equipment reparieren, aber es ist nicht so oft Neues. Ich glaube, in Late Game kann natürlich ein Geldfass sein. Wir können eigentlich in Genshin wirklich froh sein, dass die Artefakte und so nicht kaputt gehen mit der Zeit und Waffen. Sondern nicht die ganze Zeit Materialien dafür farmen muss. Die hätten wir aufladen können. Ist aber echt lustig, dass man am Ende, wenn man alle Skills momentan maxen kann, das ist irgendwie bescheuert, dass man überhaupt eine Wahl hat. Also man hat eigentlich gar keine Wahl, aber später bestimmt kriegt man irgendeine Wahl. So, hinlaufen. Rücken. Easy Clap. Weiter Sachen ausrüsten.
Stimmt, die geben nicht mal XP, die Gegner. Das sind einfach nur Hindernisse. Ja, aber wieder die Dungeons gefallen mir am besten, weil die halt ein bisschen herausfordernder sind zum Teil. Also zumindest irgendeine Art von Herausforderung bieten. Und... Da konnte ich jetzt nicht mehr weggehen. Ich konnte es nicht canceln. Oh, da finde ich manchmal schwer zu sagen, welches innen und welches außen ist. Okay, wir tanken ihn halt einfach. Bitte nehmen wir hauen. Okay, wir haben ihn besiegt. Ein paar Heiltränke hat es gekostet. Die eh wertlos sind. Kippen. Jetzt können wir mit Song of Escape rausgehen. Mit Alt-Links kann man sich auch supporten. Bitte nicht. Fucking. Ah, okay, praktisch. Man kann also so mit Tab auch dahin gehen. Mhm. Hi, Poképlayer. Alles klar bei dir? Du bist ja ein schönes Wochenende. With this serpentine jade, we should... Would you travel to Yuria and look for... Helios de laptodis, niliokanes. Ach stimmt, das hab ich noch gar nicht gesehen. Was ist denn los? How are you feeling? I believe I owe you... my life. My life. My friend and I are on our way to Yuria in search of the Ark. Father Verut said that we must look for the Morai ruins. We were wondering if you've ever heard of it. Morai. Freut mich, was das bei dir alles klar ist. Yes. I think so. According to legend, it was the capital of Incavia, right up until it sank. I believe the nomads of the Salt Desert would know more. Their ancestors came from Incavia. Before you set out, get the tome of the pilgrim from Brother Ulred. I'm sure it will prove useful. Yeah. Would you travel to Yuria and look for a way to get to Morai ruins? Natürlich nicht. Ich meine natürlich. I heard Abbot Luwin regained consciousness. Ich hab irgendwas angeklickt, weil ich die ganze Zeit mit der Maus das durch den Dialog durchspamme. Hier ist Silent Hill. Was? Und wie können wir jetzt denn... Und müssen wir jetzt einfach nur da hingehen? Ja, wir porten uns einfach in den schlimmsten Fall haben wir 15 gewastet. Ja, Song of Triport. You can't pass through here if you have the plague.
Also die mögen aber Pferdewagen. Pferdekutschen. What the fuck? Am Strand. Also, ich verstehe. Twin Shadows, ein neuer Skill. Was macht denn Twin Shadows? Ich perform a quick vertical step and long side. Use the skill one more time. Oh, das ist ja total dogshit. Den Skill lernen wir nicht. Oder ist er besser als das hier? 607 mal 2, 4, 600. Nee, dogshit, lernen wir nicht. Tun wir lieber Spin Cutter auf, das wir machen. Mehr Attack Speed oder Obmodiv. Oh, schwer zu sagen. Ich glaube, wir nehmen einfach Attack Speed. Weil der doch relativ guten Schaden an sich macht. Und jetzt ist die Frage, wir können jetzt bis über Level 5 hinaus leveln. Ah, aber nur einen oder was? Das kostet 4 Skillpunkte im Moment. Ach so, ab dem Level brauchen wir 4 Skillpunkte dafür. Ah. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder? Ja, das ist, wenn man scrollt, ist es ein bisschen schwer. Ich will nur sicher sein, dass ich jetzt nicht anfange, falsche Skills zu lernen. Macht das Sinn, lieber... Immer wenn der auch 4 braucht, können wir theoretisch den... ist die Frage, wollen wir es halt gleich verteilen? Wollen wir... Dann ist das unser quasi Ulti-Skill. Ab 9, ab 20 Punkten können wir dann das andere... es wird immer teurer, die Skills zu lernen. Hätte ich mir nicht denken können. Keine Sorge, euer Level wird irgendwann sich magisch angleichen, weil der exponentielle Wachstum euch alle bei ab Level 45 quasi maximal in einstelligen Unterschiede treiben wird. Das ist gut in Genshin, man hat es ja eigentlich nicht eilig mit dem Level, wenn man nicht gerade ein bestimmtes Event machen muss und das vielleicht Level 20 oder so braucht. Aber stimmt eigentlich nicht, wenn man Genshin anfängt und es läuft gerade ein Event, das man noch mitnehmen will, dann hat man es extrem eilig. Aber ihr seid ja schon so weit, dass das nicht mal bei euch der Fall ist. Nee, das ist wirklich so eine Sache, die ich nicht so ganz verstanden habe bei Genshin, ist, warum sie auf Teufel komm raus den Spielern diesen Zwang geben bei Events, die eigentlich kaum korreliert sind mit der Hauptstory, dass sie die komplette Hauptstory durchrushen müssen. Looks like they're gonna find the entrance for me. Können wir auch anders lesen. Keep an eye on our new friends. Wow. Sollen wir den Rahmen einfach umbringen oder? Er ist auf dem Zelt hier drauf, oder? Oh, guck mal. Oh nein, wenn wir ihn nur verjagen könnten. We don't restart our business soon. The people who were scattered during the attack haven't reached this temporary encampment yet. Who are you? Why do you claim to help us? Ja, nee, das ist immer blöd, dass man das so rushen muss, dass man halt eben sich unter Zeitdruck fühlt, weil ja, ich meine, es ist, ich verstehe, dass sie wegen dem Storyaufbau das machen wollen, aber andererseits manchmal ist es so wenig Storyaufbau, dass du denkst, okay, hätte ich so einfach entkoppeln können. Und gerade wenn dann noch ein anderer Charakter, diese Charakterquests, die andere Sachen wie Koop blockieren oder andere Quests und so, und es ist einfach nur so, actually, mal rein.
Vielleicht hat man am Ende so wenig Skillpunkte, dass man nur noch einen einzigen Skill benutzt. Ich hab keine Ahnung. Da ist nochmal irgendwas mit einer Quest. Da liegen überall so Truhen rum, aber man kann mit nichts davon interagieren. Deswegen ist es so irritierend, dass da. Dass man mit so wie ein Diablo spielt oder so, dann könnt ihr alles kaputt schlagen und looten. In dem Spiel eher nicht so. Wäre sehr interessant zu wissen, ob diese Charaktere in der Hauptquest, in der koreanischen Version alle weiß waren. Also ich weiß nicht mehr, ob sie auch sogar alle Asiaten waren. Aber was müssen wir hier machen? Tut einfach mal Gegner. Es waren nicht die Gegner. Get Bolshi Meat. Doch, das sind die Gegner, oder? Ne, das sind das Bolshi. Ah, die sehen aber nicht so essbar aus wie die anderen irgendwie. Die sehen fast schon unessbar aus. Den nur noch einmal, dann haben wir das gute alte Bolshi Meat. Sind wir dann Bolschewisten, wenn wir Bolschemeat essen? Minimaler Overkill, Welcome Challenge, jawohl, 10 Potions. Haben wir irgendwelche Sachen geskippt zwischenzeitlich, ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwann werden wir alle haben vielleicht. Ich habe gehört, dass irgendeine Twitch Prime Reward für das Spiel beim Hoverboard sein soll. Stimmt, kann man eigentlich Jobs für das Spiel aktivieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ob das eine Kampagne ist, die jeder machen kann? Oder ob man da ausgewählt werden muss für. Können wir gleich mal gucken, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Frage. Der Gegner? Ihr seid Gegner. Ja, wir müssen erstmal ganz kurz an eine sichere Stelle kommen. Und eventuell könnten wir den jetzt anmachen. Gar nicht daneben gesprungen. Nur lass mal alle auf einen Fleck kiten. Wow, die sind. Die Gegner so kiten? Nee, nicht mit uns. Die Quest ist auch dann. Ich weiß gar nicht mehr, wo man dann nachschauen musste. Leider ist hier alles gerade voller aggro werdenden Gegnern. Aber das hier halt auch nicht dismount und so. Also man kann halt einfach durchlaufen. Ich glaube, das ist ein Questgeber. Das heißt, da können wir kurz AFK stehen. Never mind, das sind keine Questgeber. Doch, das ist ein Questgeber. Und wird in der Nähe von Gegnern stehen. Falcon wants me to come to the north side? Is he crazy? There are bandits, please get rid of them. Oh. Eine Waifu. So, wir schauen uns kurz mal, ob wir theoretisch Drops anmachen könnten. Ich habe das zu viel. Oh mein Gott, das ist der Fuchs, den man kriegt auf Twitch, Janine. Wenn du ihn möchtest, musst du nur ein paar Leute auf Twitch schauen. Oh mein Gott, das Sophia-Pad. Oh mein Gott, wir müssen uns nur noch mal rein und rausloggen. Debated. 6 Stunden später, so immer noch in der Queue. 1% von 4 Stunden. Alter, ja, claim now. Connect your game account. Okay, wie funktioniert das? Wie connecte ich das? Ja. Ist es jetzt connected? Connect your game account. Was ist denn mein Game Account? Sign in with your Twitch account. Ja. Activate.
24 Stunden. Okay, ich glaube, das ist einfach, weil sie überlastet sind. Wo sind wir jetzt connected? Wir sind doch damit schon connected, oder? Nur, dass wir jedes einzelne connecten? Ich bin irritiert. Also irgendwie, ja jetzt, jetzt sieht es so aus, ob es klappen würde. Chickendale, Far Cry 6, was? Nee. Okay, jetzt haben wir eventuell einen cuten Fuchs. Ich schau mal ganz kurz, ob wir irgendwie an Jobs dran kommen. Drops, Campaigns, Rust, Marble. Dying Light is the human. Oh, Moment, das können wir aktivieren. Connect, Link Account, Password. Okay, dann müssen wir, warum müssen wir einen Techland Account dafür erstellen, wenn wir euch Jobs geben wollen? Das ist ein bisschen komisch. Achso, macht schon Sinn, weil wir das Spiel spielen müssen. Ich kann euch sagen, warum ich denke, dass ich nicht Lost Ark Jobs geben kann. Weil Twitch immer noch gerne große Channel hat mit vielen Viewern, weil das quasi Meilensteine sind, wenn die wenn du sagst, ich habe mir riesige Channel, da gucken hunderttausende von Leute zu, ist es für Twitch besser, als wenn sie sagen, wir haben hunderttausende Channel, wo tausend Leute zuschauen. Okay, wir könnten tatsächlich aber einen Dying Light 2 Drops anmachen. Alter, Müll sind aber. Ja, nicht so wichtig. Nee, tatsächlich können wir, glaube ich, keine Twitch-Drops für Lost Ark anmachen. Das heißt, sie sind schon an automatisch. Sleepy Hands. Sleepy Hands. Muss mal über Nacht den Streams laufen lassen. Ja, also wer sich das gewundert hat, was soll die Scheiße überhaupt mit den Twitch-Drops? Natürlich ist es nur, damit sie Review-Statistiken, Leute haben, die mehr Zeit auf Twitch verbringen und unter Umständen natürlich auch dann bleiben oder so und weiterschauen und so. Aber es ist natürlich klar, also es ist reines Stat-Padding. Es ist wie wenn Genshin Impact einen Webbrowser-Event macht. Oder dieses Share deine Sachen auf Social Media Sachen und so weiter, obwohl sie gar nicht überprüfen, ob du es sharest, weil irgendeiner ist dann tatsächlich dumm genug, ist wirklich zu share. Ja, okay, immer noch 0 Damage. Wahnsinn. Oh Gott, wir haben ein neues Aussehen. Neue Brustrüstung. Und die hat ein bisschen angezogener mit ihr. Okay, also weniger Ausschnitt, mehr Bauch. Ist das richtig an? Ich glaube nicht. Das ist krass, wir müssen fast nie einen, einen Ring. Oh, neuer Item-Slot. Moment. Hier, Ring. Haben wir neu frei. Stimmt, wir haben noch viele Item-Slots gar nicht. Ganze Accessoires haben wir noch gar nicht. Sieht man die denn am Charakter? Das wäre ein. Wäre selten und sehr unerwartet. Haben wir jetzt einen Ring an dem Finger? Glaube nicht. Genau, Accessoires sind meistens nicht kosmetisch. Was müssen wir jetzt machen? Destroy the Watchtowers. All along the Watchtower. Okay. 2 Stück. Ja. Und da ist nochmal einer. Okay, ich schau gleich mal, ob wir einen Fuchs haben. Wo will man das denn sehen? Wird das ein Pet Inventory oder hier? Da steht, du hast ein obtainable Item. Nicht. Mail? Kriegt man die vielleicht per Mail? Login Event Reward. Epic Report. Was zum Fick?
Und wir können nichts claimen. Aber es kann sein, dass der Fuchs dann ein andermal kommt. Aber wir werden auf jeden Fall einen Kavalier-Fuchs haben. Schön zu wissen. Und in dem Spiel, glaube ich, braucht man die Karte viel häufiger als das Inventar. Bist du denn erst noch drin? Le Horse. Der zweite Akt von Diablo, übrigens die Wüste. Schon so ein bisschen. Erst die Friedhöfe, dann die Wüsten. Aber es ist eine Salzwüste oder eine Kristallwüste. Das ist schon ein bisschen anders. Ich habe keine Ahnung, haben wir schon wieder einen. Nee, den Teleporter haben wir nicht verpasst. Den sollten wir auf jeden Fall als allererstes nehmen. Und dann würde ich sagen, bin ich dann mal essen. Und nach dem Essen bin ich bouldern. Also, ja klar, du hast eine Frage. Klar, Jonas, kannst gerne mal die Frage stellen. Genau, das heißt, wir werden heute Abend, wenn überhaupt, sehr spät nachts streamen. So, vielleicht ab 12 oder so, aber wahrscheinlich eher nicht. Wenn überhaupt kurz auch. Und morgen dann wahrscheinlich ein bisschen länger, aber nicht so viel länger. Aber vielleicht ein bisschen verteilter. Müssen wir mal schauen. Morgen auf jeden Fall, aber schauen wir mal. Oder vielleicht auf Englisch, Sunday oder irgendwas machen. Just for fun wieder mal. Weil Lost Ark, denke ich, ist ein Spiel, wo die Story relativ egal ist und am besten wahrscheinlich auch eine ist, die man selber einfach erlebt, weil warum? Ich lese mir gar nicht durch, was er sagt, aber es ist nicht so wichtig. Wir kriegen irgendwas am Rande, glaube ich, mit. Wenn Cutscenes sind, hören wir zu. Wenn keine Cutscenes sind, dann passieren halt irgendwelche Dinge. 5 Punkte von 45. Okay, das wird ein bisschen schwer jetzt, die Skills zu lernen. Weiter 6 können wir jetzt auch gar nicht gehen, weil es kostet nämlich 8 Skillpunkte, jetzt weiter zu. Immer eine Ansage. Ich mag eigentlich diesen Skill ganz gerne, der so da reingeht. Aber ist es nicht besser, einen zu maxen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder ein paar? Ich glaube, es macht mehr Sinn, sich so auf 4 Skills zu konzentrieren vielleicht. Aber müssen wir mal schauen. Also, so kurz oder lang kann man eventuell ja auch alle maxen. Genau, aber genau, ich würde jetzt essen. Und heute verabschiedet sich Kanburo von euch in Lost Ark. Genau, sie sagt euch auf Wiedersehen. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Achso, ich beantworte noch die Frage, wenn du möchtest, Jonas. Schreib sie vielleicht einfach in den Chat, ich lese sie spätestens und schreib dir dann einfach die Antwort, wenn du gerade nicht mehr da bist, um sie zu stellen. Genau, was essen wird kalt. Kannst du gerne in den Chat schreiben oder kannst auch, wenn du auf dem Discord bist, kannst du auch mir schreiben. Genau. Also kannst du ruhig stellen, also ich lese sie noch im Chat. Der Chat bleibt noch eine Weile offen und ich kann dir dann auch gerne per Text antworten. Ansonsten noch jederzeit. Genau. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen restlichen Abend. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Kann sein, dass wir eventuell aber auf Englisch streamen. Englisch Sunday halt. Der einzige Tag, wo wir manchmal auf Englisch streamen. Aber dann halt keine Spiele, die wir meist keine Spiele, die wir auf Deutsch angefangen haben. Genau, also wir versuchen das so ein bisschen zu trennen. Genau, also außer Lost Ark halt, also solche durchgehenden Spiele, halt Multiplayer-Spiele oder halt MMOs oder sowas. Das kann halt eben beides sein. Dexus, auch auf Wiedersehen und danke auch an dich fürs Zuschauen. Ich hoffe, bei dir ist auch alles klar. Bis die Tage, macht's gut und auf Wiedersehen.